Hallo mein lieben Anuholiker und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen entspannenden Folge Anno 1800. Mein Lieben, heute zum Sonntag, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid, ich freue mich riesig, dass ihr wieder reinschaut. Vielen, vielen Dank, wenn ich euch jetzt einblenden würde, wie viel Leute in den letzten Folgen mein kleines Gameplay verfolgt haben, dann kommen wir wirklich auf einen Schnitt von ungefähr 50% Nutzer ohne Abonnement noch bei mir auf meinem Channel und deshalb würde ich heute mal ein ganz kleines bisschen Werbung an der Stelle machen. Wenn euch mein kleines Gameplay gefällt, wenn euch die ganzen Tipps und Tricks gefallen, die ich euch anhand von Modding mit in die Hand geben kann, dann würde ich euch ganz, ganz herzlich bitten, lasst gerne ein Like da für die Folge, gerne ein Abo und aktiviert die Glocke auch für die nächsten Folgen und ihr unterstützt mich damit wirklich immens. Dafür vielen, vielen Dank im Voraus. Mein Lieben, was machen wir heute? Wir gehen heute mal weiter in die Handwerker. Wir haben ja gesehen, dass wir noch einiges, was hier im Argen liegt auf der Insel. Wir haben die Bäckereien schon mal wieder geboostet. Wir haben in der letzten Folge die Fischereien mal wieder ein bisschen aufgerüstet. Ich sag mal, anhand von verschiedenen Modifications haben wir hier dann reingeholt. Und die heutige Aufgabe ist erstmal dafür zu sorgen, dass wir hier erstmal genug, also ne, Fische haben wir genug, dass wir ja erstmal genug Klamotten bekommen und erstmal genug Schnaps. Vom Schnaps sieht es erstmal gar nicht so verkehrt aus, da könnten wir noch ein bisschen switchen, aber auf jeden Fall von den Klamotten. Und da gibt es ja auch bei den Low-Tier Production Buildings, gibt es ja auch hier die Möglichkeit, über diese sogenannte Textilfabrik zu arbeiten. Mittlerweile haben wir sehr, sehr viel Arbeitskraft wieder generiert. Das heißt, wir könnten die hier wegmachen und wir könnten nur mal eine Textilfabrik mit 3 Webereien ersetzen. Aber Achtung, meine Lieben, das setzt sehr, sehr viel Arbeiterarbeitskraft voraus, ne? Die normalen Webereien kosten halt nur Bauernarbeitskraft. Das dürft ihr nicht vergessen. Okay? Wir machen es jetzt so. Eine produziert 6 Tonnen pro Minute bei der Textilfabrik und wir brauchen ja mal mindestens hier 2, wenn nicht 3. Hier, ne? Die Nachfrage ist bei 10 Tonnen und wir bräuchten eigentlich 13. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Wir werden hier die hier wegnehmen und werden dafür ganz einfach hier 2 neue Textilfabriken hinsetzen. Leider geht auch der Stuff da drin verloren, was wir schon eingelagert haben. Aber das ist alles kein Problem. Schaut mal, die können 15 Tonnen Wolle aufnehmen. Also ein unheimlich großes Kontingent, was uns hier dafür sorgt, dass uns die Wolle erstmal nicht ausgehen wird. Allerdings, wenn wir da noch Wolle brauchen oder wenn wir da noch Wolle benötigen sollten, könnten wir jederzeit auch mit den Silos dafür sorgen, dass wir das nochmal buffen können. Da könnten wir könnten auch mit Handelskammern nochmal ein bisschen hier dazu buffen und so weiter und so fort. Aber das hat alles Zeit, das kommt wirklich, wirklich nacheinander. Ich sag mal, die Schnapsproduktion sieht jetzt gut aus und auch die Klamotten sehen dementsprechend gut aus. Die Versorgung ist immer etwas höher wie die Nachfrage. Das heißt, es findet wieder eine Überproduktion statt. Ich sag mal, im Bauernreiter sieht es hier eigentlich mal wieder nicht so schlecht aus. Wir gehen ein Stück weiter runter, meine Lieben. Und da seht ihr, dass die Wursten immer so ganz besonders sind und auch die Bäckereien. Bei den Bäckereien ist aber ein kleines Problem. Weil für die Bäckereien bräuchte man eigentlich noch eine Mühle mehr, die mehr Mehl erzeugt. Weil wir ja mittlerweile über die Lebensqualitäten verschiedene... auch über den Bauern hier, ne, die wollen Seife haben und wir könnten jetzt auch hier das Mehl anwählen. Aber Achtung, der Waffenstillstand mit N. Harlow wurde beendet. Na, das sehen wir gleich mal. Gehen wir mal rein zu N. Friedensvertrag suchen, völlig unmöglich. Waffenstillstand erbitten. Erfolg leicht erhöht. Einschmeicheln oder auch ein Geschenk anbieten. Bieten wir mal ein Geschenk an. Und dann soll sie doch mal kommen, unsere N. Da ist sie schon, schaut mal. Die fährt hier mal. Die hat Glück, dass sie hier nicht auf uns zufährt. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oh, Barry O'Mara und Jean Lafontaine befinden sich im Krieg. Das ist der Pirat, der die neue Welt beherrscht. Okay, der N fährt hier mal weg. Das ist besser für ihre Gesundheit. So, das ist unsere Kornkammer. Und hier unten, wie gesagt, ne, sind wir da. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Den hauen wir mal hier raus. Den auch. Brauchen wir erstmal nicht. Das bleibt sowieso hier. Ein Linienschiff lassen wir hier und das andere Linienschiff wird hier auf jeden Fall im Kornkammer unsere Kanone am mittleren Konto unterstützen. So, das sollte sich ein Schiff von N hier nähern und wir das als Korn nehmen, dann rücken wir gleich mit dem Linienschiff aus und verfolgen das Ding gleich und werden das Ding gleich versenken. Weil ich schätze mal so ein, zwei Schiffe und N. Harlow wird wieder einlenken und sagen, ja, es tut mir leid, ich biete dir einen Waffenstillstand an oder irgendwas und so weiter. Und so können wir auch ihre Rufstufen etwas
boosten. Ich glaube, bei ungefähr 50 Ruf, so war das im Diplomatiebaum, bei so ungefähr 50 Ruf könnten wir dann ihr einen Friedensvertrag anbieten oder bietet sie vielleicht unseren Friedensvertrag an, schauen wir mal. Und danach kommen nämlich auch gleich die Handelsrechte, weil ja, oberes Ziel ist immer noch das Bier. Anne Harlow hat sehr viel Durst. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie das in der neuen Welt ist. Wenn ihr schon mal in der neuen Welt mit den Piraten gespielt habt, dann hat er bestimmt auch irgendwo ein wichtiges Gut oder eine wichtige Ware, was auch er sehr, sehr gerne trinkt. Ich nehme mal an, das wird Rum sein. Was in der alten Welt das Bier ist, ist wahrscheinlich in der neuen Welt der Rum. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe erst, ich glaube, zum ersten oder zum zweiten Mal mit dem Piraten Jean Lafontaine hier begonnen in einem Let's Play und in einem Gameplay oder allgemein in Anno 1800. Ich habe den sonst nie gehabt, ich habe den mit dem sonst wirklich nie gespielt, weil das war mir immer so ein Dorn im Auge. In der neuen Welt dann noch mit so Piraten spielen, boah. Aber gut, jetzt haben wir es halt mal gestartet und dann ist es halt einfach so, ne? Ziel ist jetzt Friedensvertrag mit beiden Piratenparteien und auch die Handelsverträge, damit wir die mit schön viel Bier vielleicht auch rumbeliefern können, ne? Und wir wollen auch noch so machen, na Moment, wir gehen erstmal hier nacheinander rein. Das erste, was wir brauchen, ist noch eine Mühle. So, mit der Mühle zusätzlich wird jetzt etwas mehr Mehl frei. Wenn wir jetzt die Bauernhäuser, wenn wir jetzt die anwählen und schalten hier das Mehl zusätzlich frei, dann fällt ihr hier gleich vom Stuhl, was die jetzt an Mehl haben wollen. Pass auf. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oha, Calamity Grove befindet sich jetzt im Krieg. Schaut mal, ne? Hier Mehl, 6 Tonnen. Kriegen wir jetzt als Versorgung hin und nachgefragt werden 8. Das heißt, wir brauchen hier mal locker noch eine Mühle, um den ganzen Mehlhaushalt von den Bauern noch zu befriedigen. Jetzt möchte ich mal gerne schauen, wo dieses... Die Insel bleibt statt. Das ist nicht euer Ernst, dass ihr hier... Nimmst du eine Prise Pulver in den Schnaps? Das ist Anne Harlows Hafen. Wird hier beschossen. Ja, ich habe halt die Piraten rausgenommen. Ne, von der Combat Overhaul. Weil die Piraten sind dann echt zu stark. Die machen ein Blatt. Die machen ein definitiv Blatt. Schaut mal, was die hier an Geschütze gibt. Schaut euch das mal. Hier, was die hier für eine... Wow, was die hier mittlerweile von der Armada... losgeschickt haben. Und das ist halt jede Menge Handwerkerhäuser, ne? Hier hinten gibt es dann schon die Universität, das heißt, das dauert nicht lang und die haben hier dann tatsächlich auch schon die ersten Ingenieure, mein Lieben. Das geht hier übelst schnell. Und hier gibt es dann schon das Rathaus. Warum steht hier ein Rathaus? Warum steht ausgerechnet hier? Müsst ihr das verstehen? Das muss man nicht verstehen, oder? Egal. Ich denke mal manchmal immer, dass man sich einige Inspirationen von den Gegnern holen kann, wie man ein bisschen was aufbaut oder ein bisschen was ändert. Die Barry Omar, die baut dann immer so schöne kleine Holzfällerhütte. Hier, schaut mal das Segment hier an. Schaut einfach mal dieses Layout hier an. Das hier, ne, von der Barry Omar. Ne, hier mit diesen Holzfällerhütten. In der Mitte geht es irgendwie durch und dann hat sie hier diese... Und dann hat sie hier diese Sägewerke so gut, wie es geht, hier an der Seite angebracht. Finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Sie hat auch beim letzten Mal hat sie noch ein bisschen optimierter gearbeitet. Beim letzten Mal hat sie sogar diese Sägewerke hier irgendwie ganz clever hier in die Mitte hingebaut. 4 Stück. War dann auch ähnlich wie so ein kleines Layout. Und da verbraucht man halt ganz, ganz wenig Platz dazu, ne? Also, ja, wie gesagt. Ich denke mal, mit einer Handelskammer früher oder später kann man eh diesen Radius von den Holzfällerhütten kann man dementsprechend so derbe reduzieren, dass man dann wahrscheinlich fast die Holzfällerhütten so aneinander bauen kann. Nehme ich mal an. Okay. Da haben wir schon wieder genug gebabbelt. In Kornkammer sieht es eigentlich gut aus. Schaut mal, also selbst Getreide. Jetzt gucken wir mal, wie viel der hier auflädt. Na, innerhalb von, ich glaube, 10 Tonnen. 10 Getreidefarmen haben wir hier. Der lädt immer 30 Tonnen auf. Und... Ich sag mal, die haben ja einen Verbrauch oder die wollen immer 11 Tonnen. Ne? Das heißt also nicht ganz 2 Minuten. So zum Hin- und Herfahren. Ne? Pro Minute brauchen die 11 Tonnen. Wir laden 30 Tonnen auf und so könnt ihr es dann immer so ein bisschen nachvollziehen. Immer bei einem 30er Zuladung. Dann haben wir dann so ungefähr ja, 2,5 Minuten Zeit, knapp 3 Minuten Zeit, um den ganzen Warenhaushalt hier zu befriedigen. Schaut mal, mittlerweile sind hier auch schon zu viele Transporter am Start. Ne? Für das kleine Lagerhaus. Das große ist echt noch gut. Wird aber so gut wie nicht benutzt. Nur durch 1 verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Das hier wird hoffentlich auch noch benutzt. Das passt auch. Aber wie gesagt, dann sollten wir das hier mal... Wie wäre es denn, wenn wir das jetzt hier mal anstellen? Dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Gut. Neues Level haben wir. Schaut mal. War gerade die Leiste war voll. Mit knapp 7000 Einwohnern mittlerweile. Schön. Und dann gucken wir einfach mal. Mehlmäßig, was wir jetzt noch anstellen können. Also wir können jetzt mit 11 Tonnen Mehl... Ja,
Bäckereien passt jetzt eigentlich soweit. Wir könnten mit Mehl jetzt noch einmal eine Mühle bauen. Und dann basteln wir halt hier noch ein bisschen was raus. Und dann denke ich mal, kommen wir jetzt hier auf die gesuchten oder auf die geforderten ungefähr 8 Tonnen. Ja, wir bräuchten noch mehr. Ja, wir bräuchten tatsächlich noch mehr. Also entweder machen wir es so, wir lösen das hier auf. Bauen das Lagerhaus hierher. Werden dann das hier nochmal kopieren. Und werden das hier drüben aufbauen. Wir müssen eher erstmal rein in die Blaupause. Wisst ihr, was ich meine? So hier. Dann werden wir das hier runterziehen. Und dann bauen wir halt hier noch eine Mühle. Das nützt nichts. Dann bauen wir halt hier noch eine Mühle. Und dann ist einfach nur gut. Und dann haben wir halt fast alles, was wir halt ankern. Die Nachfrage ist jetzt schon bei 15 Tonnen, weil wir halt nochmal 2 Mühlen zusätzlich gebaut haben. Geht jetzt schon richtig los. Ne? Okay. Dann hätten wir das trotzdem. Jetzt schauen wir uns mal nochmal ganz in Ruhe um. Was benötigen wir denn als nächstes? Also, für die Zufriedenheit brauchen wir rum. Wo finden wir rum? Richtig, neue Welt. Bedürfnisse? Wurst. Wurst ist hier noch im Argen, wobei der Bäcker wieder gut ist. Fleischkonserven und Nähmaschinen läuft auch, der ganze Stuff. Das heißt, bei 900 Handwerkern bekommen wir jetzt wahrscheinlich dann die Möglichkeit, auf Expedition zu gehen, Richtung Pelzmäntel, weil wir brauchen Baumwollstoff für die Pelzmäntel und den Baumwollstoff gibt es am Anfang nur in der neuen Welt. So war es zumindest mal ohne Speicherstadt. Jetzt können wir uns ja anhand der Speicherstadt, können wir uns jetzt auch für die alte Welt auch diesen Baumwollstoff verkaufen. Das ist kein Problem. Aber jetzt machen wir es mal noch so. Jetzt überlege ich mir mal noch, wir bräuchten halt, man kann das auch mit der Wurst machen. Also die Low-Tier-Production-Buildings sind halt nicht nur für, für Schnaps ausgelegt, beziehungsweise für die Klamotten ausgelegt. Nein, man kann dann hier tatsächlich auch die Wurstwarenfabrik rausbasteln. Und anhand der Wurst sieht man ja hier, dass man hier mindestens 3 Tonnen braucht. Das heißt, wenn wir hier eine große Fabrik rausbauen, das Ding ist riesig, das ist ein Clasher, ist unglaublich. Wenn wir diese Wurstwarenfabrik hier unten hinbauen, dann müssen wir das hier komplett verschieben. Also das hier müssen wir dann mindestens mal 2 Einheiten nach oben setzen. Vorsicht, könnte ein bisschen ruckeln, entschuldigt bitte. Nicht alle Gebäude können versetzt werden. Warum? Ach, weil wir wahrscheinlich nicht punktgenau gebaut haben, oder? Ja. Dann werden wir das so machen. Wir werden das hier abreißen, alles komplett. Und dann werden wir hier dieses Gebäude hier genau reinbauen und bauen. Das Geniale an diesem Gebäude, das ist zwar groß, aber das kann den Dreifach, das erzielt eigentlich den doppelten Effekt. Und jetzt kommt der Hammer, das Ding kann man noch mit Strom später versorgen. Ja, das kann man noch mit Strom versorgen. Das heißt, das kann man dann nochmal boosten. Das kommt dann ungefähr auf eine Zeit, auf eine Stückzeit von ungefähr, so summa summarum, pro Minute 12 Tonnen, könnt ihr runterrechnen, pro 5 Sekunden arbeiten wir hier 1 Tonne Wurst raus und jetzt kommt der Hammer, wenn wir den ganzen Spaß noch boosten und dafür gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr gute Spezialisten, dann kommen wir hier auf eine Verarbeitungszeit alleine von einer Wurstwarenfabrik, das garantiere ich euch, kommen wir hier garantiert auf eine Verarbeitungszeit von, ich schätze mal, 2 bis 3 Sekunden. Bei einer kriegen wir da 25 bis 30 Tonnen Wurst raus. Jetzt überlegt mal, wenn wir da jetzt 2 Stück haben, dann könnten wir ein riesengroßes Volk eigentlich nur mit Wurst versorgen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also, ne? Also das geht alles. Und mittlerweile, ihr seht ja anhand von diesem kleinen Fleck, wie viele mir Betriebe hier hinbekommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das Geniale ist dran, wenn wir uns jetzt hier in der Mitte einfach nochmal hier so ein, Moment, ich muss kurz, ne? Einfach hier mal so eine Handelskammer gönnen, werden die hier alle mit angeschlossen. Also die werden hier alle so mit drin. Könnten wir zum Beispiel hier, könnten wir es auch nochmal machen, ne? Bauen wir hier mal eine hin. Hier zum Beispiel wäre das nicht mehr der Fall. Ah, da hätten wir schon ein kleines Problem. Dann müssen wir umdisponieren. Das ist okay. Dann müssen wir das Ding so weit umdisponieren, dass wir die Gebäude 90 Grad drehen und dann einfach ein Stück nach oben setzen. Und dann könnten wir das, auch machen. Ein fortschrittliches Schleusentor, eine ausgebuffte Zollbeamtin. Und hier ist der Kollege Adan. Weltberühmter in besanischer Spitzenkoch. Eine Geleitschutzaufgabe. Hoffe, du findest es aufregend. Möchte Madame Kaina. Hier ist der Clipper. Da müssen wir aber mindestens 2 Linienschiffe akquirieren. Da ist 1. Ach, beim Archie steht das 2. Okay. Volle Segel. Eine Uhrenwerkstatt. Oh, schaut mal, hier könnten wir mal Clipper kaufen. Wenn wir sie brauchen. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Weberei, Textilfabrik und Anzugfabrik.
produziert zusätzliche Segel und ist 30% eine Abholaufgabe. Müssen wir abholen. Und Abmarsch. Ach, da unten, das passt. Achtung, Admiral anwesend. So, dann fährst du mal bitte. Dann fährst du mal bitte los. So, ne, hier seht ihr es, ne? Hier. Die kriegen schon hier volles Geschütz. Volle Breitseite. Admiral auf der Brücke. Warum ist dieses Schiff hier zu uns rangesegelt? Warum? Mehr Angriffsreichweite. Unser Linienschiff hat sowieso schon normale Power. Und das Ding hat nochmal 10% mehr Angriffsreichweite. Da wisst ihr Bescheid. Und 23 Tonnen rum. Die fahren hier tatsächlich mit rum durch die Gegend. Ja, die brauchen Power beim Kämpfen. Ich würde mal folgendes machen. Wir werden dann. Ja, ich werde dann hier mein kleines Flaggschiff. Werde ich dann hier runterschicken. Sind unterwegs. Dann gebt mal ein bisschen Gas, bitte. Unser Linienschiff fährt dann zurück vom Archie. Hier. Na, das ist unser Linienschiff. Gerade auf dem. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Sehr schön. So, das hätten wir auch. Und du musst dann. Du musst dann zum Leuchtturm wieder, ne? Ah, mitten rein, ne? Mitten ins Vergnügen. Aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Wir müssen rein. Wir müssen mitten rein. So, du als Linienschiff könntest schon mal kurz hier warten. Und dann holen wir uns da unten einfach noch eins. Komm, nehmen wir das mit. Volle Segel. Und das andere Linienschiff von hier, das mehr nehmen wir gleich. Drei. Und das fahren wir hier rüber nach Kornkammer zur Unterstützung. Ne? Eigentlich Reineweg zur Unterstützung. Ich glaub's nicht, ne? Achtung, Admiral anwesend. Die kleinen Kanonenboote, die sind übel. Die sind wie so nervige kleine, ich kann es euch gar nicht sagen, wie so nervige kleine Mücken oder irgend sowas. Bringen Sie frohe Kunde. Jawohl. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vater. Überaus reizend. Dankeschön. Was, das war's schon? Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem. Tatsächlich. Zum Weinen bringen wie ein kleines Kind. Ey, tatsächlich, das war's schon. Das war's wirklich schon. So schnell ging das. Ich werde dir. Okay. So, nähern Sie sich dem Objekt, genau, mit dem Geleitschutz zu beginnen. Hier kommen die zwei Linienschiffe. Jawohl. Achtung, hier fahren wir gleich in den Angriff rein. Wartet mal ab. So, wie sieht's denn aus mit der Diplomatie? Karl, hast du ein Problem mit uns? Nein, sehr wahrscheinlich. Für Kohle erhöht. Dankeschön. Ihr nahezu sicher bei der Ach nö. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So sieht's aus. So sieht's aus, mein Freund. Sehr wahrscheinlich. Nahezu sicher. Erhöht. Erhöht. Oh. Also jetzt haben wir gut und gerne mal richtig Kohle ausgegeben. Und ja, schaut's euch an, was draus geworden ist. Sie hat unser Geschenk abgelehnt, meine mein Lieben. Mein großzügiges Angebot. Na klar. Nochmal 10 Ruf. Habt ihr das gesehen? Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Das Ding ist doch sowas von kaputt. Schaut euch das an. Ihr habt echt Glück gehabt, ne? Ach, die müssen zu Madame Kaina. Die müssen nicht hier runterfahren. Die müssen nicht hier runterfahren, sondern die müssen direkt zu Madame Kaina. Ja, okay, alles klar. So, hier gibt es noch eine Quest, und zwar vom Karl. Eine Notiz der Königin. 3 Ruf, eine Schiffsturbine, ein Viehhirt. Eine Lieferaufgabe, was willst du haben? Lassen Sie mich nicht warten. 17 Tonnen Bretter und 13 Tonnen Stahl. Können wir ihm das anbieten? Schauen wir mal. So, fahren wir mal normal an, dann entladen wir mal den Spaß. Dann braucht er 13 Tonnen Stahl. Wenn wir Glück haben, könnten wir ihn das sogar noch erfüllen. Dann gehen wir hier kurz auf Pause. Hier ebenso. Und dann hauen wir hier ja pro Minute, hauen wir hier ein ganz schönes Kontingent raus. Und ne, insgesamt 4 Tonnen. Hier sind wir jetzt überall in Pause gegangen. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand wir gehen hier auch mal in Pause rein und jetzt haben wir 4 Tonnen. Schiff unter Beschuss.
Schoner steht bereit. Alter, das ist nicht euer Ernst. Alter, N, du fährst hier wirklich durch? Die fährt hier echt durch. Ihr Hafen wird angegriffen. Geil. Abgeknallt. Mit unserem Kondor. Also mit unserer Kontorkanone, meine Lieben. Nicht mit irgendwas anderes, sondern wirklich mit unserer Kontorkanone. Aber das Ding abgeknallt. Okay, 17 Tonnen Bretter. Und dann halt 13 Tonnen Stahl. Da müssen wir halt drauf warten, aber schaut mal, das sind schon 6 Tonnen. Oh, hier brennt's. Lichterloh, mein Lieben. Das brennt hier echt wie Zunder. Was wir jetzt hier machen könnten, ist zur Not mal noch eine freiwillige Feuerwehr hier irgendwo mit reinbauen. Und zwar ziemlich zügig. Ein großes Institut oder eher so klein. Ich würde dann eher mal mit den Kleinen hier beginnen. Einfach hier mal so mitten reingesetzt. Kriegen wir das irgendwie wieder hin? Ah, die brennen hier, ne? Mein Vieh! Die bauen ja eigentlich nur Kartoffeln ab. Ich habe keine Ahnung, was das... Ich denke immer, dass es halt die Schnapsbrennereien in die Luft fliegen. Aber ja, Feuer in der Umgebung, Brandwahrscheinlichkeit gestiegen. Das hat wahrscheinlich... Ja, ist okay. Wow. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So, das sind gleich fertig, die rücken gleich aus. Ja, passt. Wir werden gleich löschen. Schaut mal, wie viel das Löschzüge sind. Ja, für so eine kleine freiwillige Feuerwehr ist das schon geil. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Das war's, oder? Sehr schön. Ja, ihr seht's. Etwas für mich. Nicht ich vermisse es, die Dinge selbst zu erledigen. Okay. So, dann dürft ihr euch eigentlich mal verziehen. Hier hätten wir dann wieder eine... Okay, wir brauchen jetzt hier noch 13 Tonnen Stahl. Und dann fahren wir an den schmierigen Clipper vom Mulching. Der wäre dann hier. Wenn wir das haben, kriegen wir richtig Kohle. Wir kriegen etwas Ruf. Notiz des Schiffsturbinen Viehhirt. Jawohl, es passt. Es passt ganz genau bei uns in die Slots rein. Es passt echt ganz genau. Geil. Jetzt überlege ich aber gerade... Was ist das hier für eine Quest gerade? Da liegt was drin. Ein Treibgut. Hier kommen unsere Linienschiffe gleich wieder angefahren. Das ist kein Problem. Mittlerweile haben wir knapp 7000 Einwohner bei uns. Freut mich sehr. Ja. Fein, fein. Und jetzt zurück in die Gosse. Na, danke schön, mein Freund. Dankeschön. Halt, Moment, die wollte ich schnell entladen. Produkte? Ne, ich wollte eigentlich Items für Schiffe. Ne? Die wollte ich eigentlich, genau, die wollte ich nach wie vor reinpacken. Die zwei wollte ich raus. Genau. Okay, jetzt müssen wir Folgendes machen. Wenn wir 900 Handwerker erreichen wollen, müssen wir ja hier noch einiges auf Gas geben. Auf diesem sanften Zweig fühle ich mich wohl. Ich meine, das ist der Gedenkfeiertag und so weiter und so fort, aber das nützt nichts leider für uns. Wir müssen, kann das so gedruckt werden? Wir müssen halt noch schauen, dass wir... Ja. Ja. Ne, alles gut, wir lektorieren nichts. Dann müssen wir halt noch schauen, dass wir hier mindestens mal 27 zu 900 Ingenieure 7, das ist alles kein Problem, zu 900 braucht man noch 90, das heißt mindestens noch 4 Gebäude. Okay, machen wir mal hier ein Upgrade rein, das sind 20, 890 sind schon. Drehen wir den Speed etwas auf und da hoffen wir uns jetzt mal, dass wir jetzt zumindest so schnell wie es geht die 900 Handwerker zusammenkriegen, weil ich glaube, danach ist es dann, glaube ich, soweit und wir dürfen in die neue Welt, wir dürfen die Expedition in die neue Welt anwählen, beziehungsweise annehmen. Ich würde jetzt noch Folgendes machen, wir gehen jetzt nochmal auf Kornkammer zurück und werden dort auch neue Gebäude freigeschaltet, geil. Wir gehen in die Kornkammer zurück und werden dort auch dementsprechend hier oben mal mindestens noch ein oder zwei oder sogar drei mal noch ein paar Farmen anschließen. Hat einfach den Hintergrund, weil wir mittlerweile hier unten in Santos World so viel Mehl benötigen. Schaut mal, 5 Mühlen, das sind schon 10 Tonnen Mehl,
was wir hier benötigen. Und wir haben noch ein paar Gebäude mehr gebaut jetzt. Deshalb schauen wir mal, ne? 10 Tonnen, das passt. Und das Brot passt auch gerade noch so. Also alles gut. Von der Wurst her sind wir auch wieder gut aufgestellt. Das heißt, von dem her hier ist alles, alles schick, wirklich. Ins Land der Löwen, zoologische Expedition und auf den Spuren ihrer Majestät. Ich vermisse bloß eins. Ich vermisse hier leider diese Überfahrt in die neue Welt. Irgendwie. Vermisse ich einfach. Entweder gibt es die nicht mehr. Oder wir haben noch irgendwas, ist noch im Argen. Im Land der Löwen, zoologische Expedition auf den Spuren ihrer Majestät. In die Takelage. Oder können wir einfach... Ne, neue Welt. In dieser Region, in Besa, in dieser Region. Und dem Schiff befehlen. Okay, aber es ist leider... Haben wir hier irgendwie die Expedition? Kampf der Kuriere? Stolz und Magd? Das sind alles die Szenarios. Übrigens, wollen wir mal so ein Szenario zocken? Wenn ihr bis hierher geguckt habt, dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt in die Kommentare lesen darf. Schreibt es gerne rein, wenn wir mal so ein Szenario spielen wollen. Oder wenn wir das einfach mal so live streamen. Und wisst ihr, was ich gerne spielen möchte? Das dauert zwar übelst lange, aber ich würde gerne das letzte Szenario spielen. Das hat so nicht so viel Zeitdruck, sondern wir müssen da wirklich eher taktisch und strategisch überlegen. Ich sag mal, die Siegbedingung, ich habe da persönlich keine, weil ich habe noch nie so ein Szenario gespielt. Und bis jetzt habe ich mich nicht rangetraut. Und wenn ihr Bock habt, dann sagt gerade Bescheid, dann machen wir das zusammen. Wenn ihr Bock habt. Na, hier oben gibt es ja dann die Arktis. Es fehlt ja auch noch King's Grove. Ja, das muss ich auch noch installieren. Zoologische Expedition. Hier gibt es dann das Cap Trelawney mit der Quest dazu. Ne? Das ist kein Problem. Und hier unten gibt es auch in Besa mit der Quest. Was ich allerdings vermisse, ist die neue Welt mit einer Quest. Also entweder ist da irgendwas im Argen, aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Für die Samstagsfolge hier machen wir jetzt Folgendes. Naja, ihr seht ja mittlerweile, Pelzmäntel sind ja mittlerweile hier. Ne? Wir haben dann die Universität bei noch ungefähr 1500 Handwerkern und dann hätten wir hier diesen Bedürfnisbaum so gut wie erfüllt. Das heißt, wir könnten dann auch weitergehen Richtung Ingenieure. Richtig, richtig geil. Und wie gesagt, das Einzige, was ich hier halt schmerzlichst vermisse, ist halt leider, das Land der Löwen hätten wir, Spuren ihrer Majestät hätten wir auch. Aber ich vermisse halt hier irgendwie den Trigger. Fahre bitte in die neue Welt. Ja, irgendwie. Entweder ist das noch irgendeiner Mod geschuldet oder so, aber eigentlich ist alles auf dem aktuellen Stand. Und das sind immer so zwei, drei Fakten bei mir oder Faktoren bei mir, wo ich dann das alles nochmal hinterfrage. Vielleicht mache ich das dann so zwischen den Folgen, werde ich dann den Mod-Ordner nochmal komplett raushauen und werde dann eine Mod nach der anderen nochmal komplett installieren und warte einfach mal auf den Trigger, weil normalerweise sollte das hier kommen. Eigentlich. Okay. Tonnage sieht bis 535, sieht gut aus. Ich würde jetzt sogar hier mal sagen, dass wir hier... Na, hier hauen wir mal noch ein bisschen mehr raus, sodass wir schon mal auf 730 kommen. Mit der Speicherstadt von den Handwerkern wird es jetzt dementsprechend noch etwas mehr. Na, hier nochmal 100 Tonnen dazu, nochmal mehr Attraktivität und so weiter und so fort. Das gibt übrigens nochmal einen neuen Pier zum Anlanden. So, das bauen wir erstmal. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Kein Problem. Natürlich sind die zum Kämpfen bereit, Ann. Also davon gehe ich mal aus, meine Liebe. Und dann müssen wir halt hier gucken, wie wir jetzt hier am besten entweder an Pelzmäntel bekommen. 603 Exportwaren. Ne, erforderlich. Und dann schauen wir mal hier unten. Ah, das wird dann... Okay, das wird dann erst nacheinander freigeschalten. Was wir halt bräuchten, wäre entweder Baumwolle oder Baumwollstoff. Ja, Baumwollstoff, ne? 20 aktive Import-Export-Verträge. 20 aktive, meine Lieben. Nicht normale, sondern 20 aktive. Oder wir machen es so, wir verkaufen einfach 600 Exportwaren. 600 Tonnen von irgendwas. Ist egal, was wir da verkaufen. Schauen wir mal, was haben wir denn wirklich, wirklich über? Oder beziehungsweise, was haben wir denn richtig viel? Paprika. Paprika hätten wir richtig viel. Was könnte man da dazu einkaufen? Ich überlege gerade die ganze Zeit. Wir könnten zum Beispiel Seife eintauschen. Vernünftiges Tauschverhältnis. Schaut mal, 1 zu 1,19. Das heißt, wenn wir hier 100 eingeben,
Ne, wenn wir hier 119 eingeben, kommen wir da drüben auf ein Tauschverhältnis von 100. Wäre ja schon mal ein Anfang. Wie geht's weiter? Module. Ne, Module könnten wir jetzt, ja, wir könnten schon sehr, sehr viel hier basteln. Also unglaublich. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist echt. Schiff unter Beschuss. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Verpasst ihnen die volle Breitseite. Hier, ein kleines. Dankeschön. Ist vorbei. Also irgendwann gibt der Ender tatsächlich auf und sagt dann, okay, du hast gewonnen, du hast genug Schiffe von mir kalt gemacht. Verschone mich. Verschone mich. Okay. Mit etwas Stahl, da müssen wir wieder die Produktion andrehen, mein Lieben. Mit etwas Stahl schaffen wir dann... Was war das nochmal, dass ich erlebe? Es juckte mir schon in den Fingern. Sehr schön. Mit etwas Stahl, meine Lieben, können wir hier dann dafür sorgen, dass wir hier, ne, schaut mal, diese Items, ne, über die Hafenmeisterei können wir dann hier reinpacken und ich hätte dann auch gerne diese Depots. Warum? Weil es hier noch ganz einfach nochmal Tonnage für unsere Insel gibt, ne? Und dann 5 Depots gebaut, kriegen wir hier für relativ wenig Wartungskosten, also fast gar keine, kriegen wir hier nochmal 500 Tonnen auf die Insel gepackt. Richtig, richtig geil. Dann hätten wir hier schon mal Kontingent über 1000. Und da sind wir ja schon mal, wenn wir das Kontingent bei jeder Warengruppe erfüllt haben, haben wir ja schon mal für eine gewisse Zeit einfach mal eine Ruhe. Ne? Aber wie gesagt, was war... Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer? Wo? Nein, es ist nicht euer Ernst. Okay. Dann packen wir hier noch eine freiwillige Feuerwehr hin, okay? So, und das machen wir hier unten auch. Dann müssen wir halt... Jetzt überlege ich gerade, sollen wir dann hier ein Gebäude stehen lassen? Bauen hier einfach die Querwege ran. Und dann packen wir gleich auf der Gegenseite hier unten, packen wir dann gleich die Feuerwehren hin. Hier, ne? So, was haltet ihr denn davon? Machen wir es doch so hier. Dann haben wir Feuerwehren oben und kleine freiwillige Feuerwehren unten. Und die haben dann hoffentlich genügend Einflussbereich, sodass wir hier alles... Nee, tatsächlich nicht. Dass wir hier alles abdecken können. Okay, Hacienda Pflaster... Nee, dann bauen wir mal so eine noble Straße. So, hier. Und jetzt erhöhen wir halt dementsprechend mal die Reichweite. So. Das ziehen wir auch noch durch. Ach, das Haus steht ja quer. Okay, das sollte aber jetzt reichen von der Reichweite, oder? Wunderbar, sehr schön. Wunderbar. Das heißt, das könnten wir jetzt hier wegreißen. Brauchen wir jetzt hier eh nicht mehr. So, bilden wir genügend freiwillige... Ich wollte gerade sagen, bilden wir genügend freiwillige Leute aus. Und dann können wir hier... ganz, ganz in Ruhe. Mit sehr vielen Feuerwehren können wir dann hier dementsprechend dagegen reagieren. Das passt schon. Also von dem her alles gut. Ne? Nur keine Gedanken machen. Übrigens, wie viel kosten das Teil? 15? Ja, das hat schon... Sind schon bei 4 kleinen Feuerwehren sind es schon 60 Münzen. Das ist schon einiges. Achtung, Admiral. Okay, mit den 23 Tonnen rum, die packen wir dann mal hier rein. Hier hätten wir ja auf jeden Fall noch genügend Arbeitskräfte zur Verfügung. Von dem her ist das alles kein Problem. Wie gesagt, für die... Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. In Enbesa, ist es dein Ernst? Boah, ist ja nett wahr, oder? Aber so schnell geht's, ne? So schnell geht's dann. Ein besonders lukrativer... Die Nates ultimative Energiematrix beeinflusst Geschützfabrik, Motoren, Dampfwagen, Hochradwerkheit, Motoren, Propeller, Motorroller, Ventilator. Und Arsenal, Polizeiausrüstung, liefert Elektrizität. Mehr Brandgefahr, mehr Explosionswahrscheinlichkeit, aber das Ding haut dann richtig rein. Oh, ein Lieferaufgabe, willst du einen Namen? Holen Sie von Kainas Clipper ab. Die Subvention, alles klar. Neue Befehle? Dann würde ich sagen, fahren wir mit ihm hier, oder? Aber meine Lieben, die Zeit ist schon wieder sehr, sehr weit vorangeschritten. Wir haben ja eigentlich gar nicht so viel geschafft, aber wie gesagt, die Downloadzeiten bzw. Uploadzeiten, die gebieten wir es zurzeit, dass ich nicht so extrem lange Folgen machen kann. Und deshalb habe ich gedacht, lieber einige wenige, dafür
etwas weniger Zeit da dafür, einigen wenigen Folgen ein paar mehr unter der Woche. Ne? So habe ich das ein bisschen besser unter Kontrolle und vor allen Dingen braucht das nicht so lange, ehe es hochgeladen ist. Was machen wir in der nächsten Folge, meine Lieben? Wir kümmern uns um die neue Welt. Ne? Wir müssen uns um die neue Welt kümmern, weil ohne die neue Welt kommen wir ja nicht vorwärts. Gerade bei die Pelzmäntel. Und wie gesagt, also ich vermisse hier diesen neue Welt-Trigger. Aber wie gesagt, das finden wir raus. Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Anno 1800 hier wieder mit dabei seid. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Ciao, ciao. Macht's gut.